Und wir sind zurück mit Claudette und spielen nur mit Konsolenspielern. Na, da bin ich ja mal gespannt. So. Die gestrige Folge war sehr kurz. Es ging alles sehr schnell und sehr reibungslos. Ich hoffe, diesmal haben wir einen ernsteren Killer da. Okay. Er hat auf jeden Fall eine Opfergabe, Brutalität. Ist schon mal vielversprechend. Ich bin gespannt. Bis jetzt haben wir es ja irgendwie immer geschafft, rauszukommen. Vielleicht werden wir es jetzt nicht schaffen. Ich habe wieder das Auffälligste genommen, was ich finden konnte. Also an Outfits. Ich leuchte. Ich hätte tatsächlich für Claudette auch noch komplett was in Rosa. Was ja auch mega auffällig ist, weil Claudette ist eigentlich der Spiel-Ninja. Die ist einfach fast überall unsichtbar. Ich hätte was komplett Rosanes wie gesagt. Aber ich habe mich dazu entschieden, dass wir lieber leuchtend rumlaufen. Sieht der Killer vielleicht von Weitem besser, wenn irgendwas leuchtet und sich bewegt, wie einfach ein rosa Punkt, der da umherwabert, keine Ahnung. Wir werden es ausprobieren. Ich bin gespannt, was wir für eine Karte kriegen. Ich hoffe, was anderes. Autohaven. Wunderbar. Und direkt neben einem Gen. Und ihr seht schon, ich bin eine leuchtende Disco-Kugel. Hui! So. Ich komme. So. Hallo, Mac. Hast du den Killer schon gesehen? Weißt du, wer es ist? Rede mit mir. Oh, apropos reden. Ashley Williams ist auch einer von den Überlebenden. Und das ist der einzige Charakter bisher, glaube ich. Es gab danach auch keinen weiter. Der einzige bisher, der in der Lobby redet und auch im Spiel redet. Und das ist mega nervig. Weil du bist es gewohnt, dass die Charaktere eigentlich alle leise sind. Und dann redet auf einmal irgendwas in der Lobby. Mega geschockt. Oh. Holly Wolly Woo! Ich hol dich. Ich hol dich nicht. Die anderen kann ich auch holen. Ich geh looten. Das sieht ja alles so kahl aus. Oh. Kann ich hier was looten? Ist hier eine Kiste? Yay! So. Ich hoffe, die anderen gehen hin. Perfekt. Aber wir haben den Killer bis jetzt noch nicht gesehen. Wo ich hier gerade übrigens bin, ist der Killer-Keller. Hier kriegt der Killer tatsächlich mehr Punkte, wenn er Leute aufhuckt. Erstmal wieder raus hier. Achso, und wir kriegen auch übrigens Punkte. Das sehen wir gleich an der Seite. Glaube ich. Nee, war nicht lang genug drin. Oder haben sie das rausgenommen? Das wäre ja traurig. Also man hat sonst immer Punkte dafür gekriegt, dass man im Keller unten war. Was? Soll ich wahr? Was machen die denn? Finde ich vielleicht noch ein Totem vorher? Oder so? Irgendwas. Ah, hier. Kaputt. Ich weiß nicht, was die da machen. Das sieht aber nicht gesund aus. Bringt ihr den Killer jetzt her? Sanitäter ist da. Oh. Oh, da war der Killer zu sehen. Wir werden ihm, glaube ich, noch früh genug begegnen. Befürchte ich. Und die Werkzeugkästen halten auch nicht mehr so lange, wie sie früher mal gehalten haben. Das ist ja ein Witz. Nach 20, na gut, 25, na nicht ganz 25, doch vielleicht 25% vom Generator. Sind die einfach komplett schon leer. Das finde ich überhaupt gar nicht lustig.
Hä? Och, hat ihn weggezogen. Ist doch nicht wahr. Ach, komm schon. Nicht auf... Oh Gott. Ich dachte schon, der gibt auf. So. Los, los, los. Los, los. Und... an. Sehr schön. Okay. Die machen das schon. Ei, was ist denn mit denen los? Ist doch nicht wahr. Kann ich jetzt auch mal sehen, wer der Killer ist? Ist es wieder eine Leech? Hä? Wer ist denn das? Jetzt läuft er. Oh, ich leg mal kurz das Teil hier ab. Es ist Ghostface. Ich hol dich runter, keine Angst. Ich schaff das. Oh, Entschuldigung, ich war gerade mega leise. Ich war konzentriert. Huch! Damit sowas nicht passiert. Komm, mach's kaputt. Ey, Leute, anstatt meinen Jet zu machen, gehen die. Ach, ich vergiss es doch. Na, komm. Komm, put, 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 put. Oh, oh. Jetzt habe ich verkackt. Verkackt! Oh, oh. Kacke. Okay, die sind beide schon hier. Ach, schön. Erstmal ein bisschen Teabaggen hier. Okay, die Teammates gefallen mir. Sehr schön. So, die haben beide einen Hit getankt. Und wir suchen uns jetzt mal einen Gen, weil hier muss es ja irgendwann mal vorangehen. Wir können ja nicht die ganze Zeit mit dem Killer einfach nur rumspielen. Das geht ja nicht. Was? Ey, das ist doch jetzt nicht dir ernst. Okay, die Runde geht ein bisschen länger, aber nur, weil die Survivor der Meinung sind, ja, scheiß drauf, ich verlasse das Spiel einfach, macht mir keinen Spaß. Der Killer ist vielleicht gut, vielleicht ein bisschen besser wie ich, habe ich keinen Bock mehr drauf. Ich verstehe das nicht. Entweder bin ich ein guter Verlierer oder ich lasse es. Weil bei jedem Spiel kann man verlieren. Und wenn ich schon von vornherein keinen Bock darauf habe, dass ich irgendwie in irgendeiner Art und Weise verlieren könnte,
dann lasse ich es einfach. Wenn ich ein scheiß schlechter Verlierer bin, dann lasse ich es. Ist sie tot? Ich hoffe nicht, dass sie tot ist. Ich lasse sie einfach liegen. Ist doch nicht wahr. Ach, diese Taktik. Okay. Warte. Ich heile mich. So, der Killer ist 100 pro noch bei der in der Nähe. 100 pro. Und da war auch irgendein leuchtendes Totem. So, heile, heile, heile. Dann machen wir den Jen. Und dann gucken wir mal, ob wir das irgendwie gedeichselt kriegen, dass wir sie noch irgendwie hoffentlich retten können. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Hi. Das geht. So, das kriegen wir hin. Ich hoffe, die hat sich hochgeheilt. So. Kommt der denn jetzt her? Merkt er, dass seine Taktik für den Arsch ist? Wahrscheinlich nicht. Wahnsinn. Ich meine, wir müssen sie jetzt noch kriegen, bevor sie ausblutet. Das wäre nämlich mega scheiße. Ich versuche jetzt... Lupus, Lupus! Na, na, na? Huhu! Dich kriegen wir wieder hoch. Ich glaube, der Killer hat auch keinen Bock, dass es schnell vorbei ist. So. So. Ja! Hey, ich komm hier. Alles gut. Ich bin genau hinter dir und der Killer auch. Schon wieder ich. So, wo ist er? Oh, der hat uns beide gestalkt. Ah, krass. Kacke. Da habe ich jetzt nicht mit gerechnet. Ich muss noch Jens finden. Wo ist der? Huch! Da ist er! Hab ihn gefunden! Ich finde noch mehr, um dich zu loopen. Und er hat keinen Bock mehr. Oh, Totem. Ich habe ja eh nichts mehr zu verlieren. Also, die Runde natürlich, aber... Hey, da kann ich wenigstens Punkte sammeln. Und die Runde geht jetzt schon fast doppelt so lang wie die andere. Wow. Nein, geh weg. Oh nein. Nein, nein.
Nein, nein. Nein. Nein, nein. Oh, oh. Ich kann nicht... Habe ich schon gehangen? Ich bin mir nicht sicher. Habe ich schon gehangen? Häng mich hin. Ich hab schon gehangen. Ach, Mann. Ärgert mich jetzt schon ein kleines bisschen. Weil Kelly, findet er eh nie wieder. Ich weiß aber auch nicht, ob die die Luke gefunden hat oder nicht. Oder ob der Killer jetzt bei ihr ist oder nicht. Oder... Ja, soll ich... Ja, kacke. Ach, nee, ist doch nicht wahr. Nee, ja, super. Wegen den beiden, die aufgegeben haben. Aber hey, ihr seht endlich mal, wie man hier stirbt. Um vom Entitus in die unendlichen Weiten der Wiederholung gezogen zu werden. So, habe ich hier wen befreit? Yo. Habe ich Punkte gekriegt? Ein paar. Ich habe sogar einen Pip bekommen. Ich finde sowas mega mies. Hier, absenden. Absenden. So, Kelly, war super. Absenden. Perfekt, GG. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns oder hören wir uns morgen. Bis zur nächsten Runde. Bleibt gesund und euch noch einen schönen Tag. Ciao.